der öffentlichen Verehrung Gottes und Jesus Christus, wenn dieses Haus von Gott bewahrt, der Sittlichkeit und Tugend nach Jesus Christus Lehre und Vorbild, gesegnete Pflanzstätte für uns, eine glückliche Nachwelt. Als ob das alles wahr wird, das glaube ich nicht. Die Kirche wird das alles haben und das auch noch in der Zukunft. Jetzt vielleicht noch. Aber später, die werden nicht wahr, diese Worte, jedenfalls nicht alle. Das glaube ich nicht. Niemals. Gott zum Gruße, verehrter Michael. Nun, was macht unser Grundstein? Oh, wie ich sehe, hast du die Inschrift schon graviert. Ja, ist nur ein bisschen unlogisch, aber der Text ist... Eine glückliche Nachwelt. Ach, daran unlogisch? Ja. Das ist schön. Ja, als ob das alles wahr wird. Irgendwann wird diese Kirche in den Keller gehen, das ist ganz klar. Nein, das siehst du ganz falsch. Das wird alles so werden. Weißt du, auch in vielen, vielen Jahren, in 200 Jahren, wird diese Kirche kommen. In 200 Jahren? Nee, niemals. Doch, du wirst sehen. Ich habe da eine Vision. Selbst die Kinder werden noch Gottesdienste feiern. Du wirst sehen. Das heißt, du wirst es nicht sehen. Aber die Menschen werden es erleben. Tja, wer weiß, vielleicht werde ich es sogar sehen. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich habe da eine Vision. Sie selbst. Hallo, wo kommt ihr denn her? Vom Kinderfrühstück. Was macht man denn da? Man betet, bastelt und singt. Und man frühstückt. Und wo ist das Kinderfrühstück dann? Oben im Turmzimmer. Ich sehe gerade, da steht 250. War das jetzt schon 250 Mal? Ja. Und wie oft wart ihr schon da? 20 Mal. Oh, zeig mal das Gewand, das dritte. Das sieht ja toll aus. Das ist eine Kutsche von Äthiopien und die kann durchs Bild fahren. Und wo ist deins? Da hinten. Siehst du? So wird es einmal sein. Das ist doch hervorragend. Toll. Sehr schön. Du siehst, das stimmt. Ja, dann feiern die hier ihren Gottesdienst, aber das hat doch mit dem Alltag nichts zu tun. Das bringt überhaupt nichts. Das ändert meine Meinung nicht davon. Das hat mit ihrem Alltag nichts zu tun? Natürlich. Das, was sie im Gottesdienst erleben, tragen sie doch auch in ihren Alltag. Hallo! Hallo, Pfarrer Gockel! Das ist aber schön! Total! Schon gesehen? Was? Unsere Grundsteineinschrift ist fertig. Ein bisschen unlogisch, aber... Wieso ist sie unlogisch? Ja, weil das nicht wahr wird. Oh, was hast du denn da dabei? Oh, weißt du, Engel. Ich stelle mir die Kirche in 200 Jahren vor. Ja. Und oben auf der Turmspitze wird dieser Engel stehen. In Gold. Kein Gockel? Nein, kein Gockel, ein Engel. Das wird aber für den Engel hart. Ja. Weißt du was? Sie zweifelt daran, dass in 200 Jahren unsere Kirche noch steht. Aber wieso zweifelt sie denn da dran? Ja, das ist unlogisch. Aber ist überhaupt nicht unlogisch. Natürlich ist es unlogisch, diese ganzen Worte hier. Eine glückliche Nachwelt und gesegnete Pflanzstätte. Du wirst sehen, die Kinder und Erwachsenen werden auch außerhalb der Kirche den Glauben Gottes verbreiten. Ja. Ich stell mir nämlich da Folgendes vor. Du wirst sehen, ich habe folgende Vision. Ihr denn her? Wir kommen gerade von einer Freizeit. Dort haben wir wie Mönche gelebt. Jeden Morgen, Mittag und abends sind wir in unsere Kirche gegangen und haben gebetet. Jeder hatte seine Rollen. Es gab zum Beispiel einen Sakristan, der immer dafür gesorgt hat, dass die Kerzen brennten. An einem Tag haben wir ein Geländespiel gemacht. Da waren wir den ganzen Tag im Wald. Und hattet ihr dann irgendein Spielziel? Ja. Wir haben unsere Abtei oder beziehungsweise unser Kloster verteidigt gegen den Herzog, dass der unser Kloster nicht wegnimmt. Und habt ihr gewonnen? Ja. Siehst du, so wird es sein. Ja. Sogar in ihren Ferien werden sie so etwas machen.
Das ist ja ganz nett. Ja, das ist ja ganz nett. Aber das sind nur 20 Kinder, die können die Kirche nicht retten. Besser 20 Kinder wie nur ein Kind. Ja. Außerdem haben sie dreimal am Tag gebetet. Morgens, ja, mittags und abends. Das macht nicht jeder. Ja, dann haben die Kinder ihren Glauben, aber das ist doch den gemeinschaftlichen Glauben. Früher oder später wird sich die Kirche in Schaller und Rauch auflösen. Das ist ganz klar. Das glaubt nicht, Ben. Ist auch nicht schlimm. Ach ja. Ja, ja, ich hoffe es. Ach, hallo. Bürgermeister Auer. Aha, lauter Männer in der Werkstatt unseres Kleinen. Ihr seid ja ein richtiger Mähntrupp. Ja. Und was macht ihr hier? Guck, die Inschrift ist fertig. Sie ist nur fertig gravieren. Aber weißt du was? Michael glaubt nicht daran, dass es so sein wird. Er sagt, in 200 Jahren gibt es uns nicht mehr. Die Kirche, alles weg. Aber denkst du das auch? Nein, also, wie kommst du da drauf? Ja, das sind so ein paar Kinder, die glauben da so schön. Das macht dir vielleicht ganz Spaß, aber es ist einfach nur wie die Gemeinschaft, wenn die Gemeinschaft nicht glaubt und so. Und hier in diesem Ort glauben welche, aber da hinten dann schon wieder nicht. Nein, das, was in der Inschrift steht, das wird alles wahr. Das haben die anderen bestimmt auch gesagt. Nicht nur hier in der Kirche, die wir hier bauen. Nein, ich habe da eine Vision. Aus unserer Kirche heraus wird der Glaube ins ganze Land getragen. Die Leute werden überzeugt sein. Ich sag dir, in 200 Jahren, auch da wird das so sein. Das wollen wir mal sehen, wie das funktioniert. Okay, also, nächster Drehort. Wir filmen hier die Szenerie. Bitte, Noah, du stellst dich auf. So, welche ist die Einstellung? 4, 8, okay. Okay, dann Kamera, Moment. So, Kamera läuft, jetzt die Klappe. Okay. Und Action. Es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Ja, Moment, so geht es nicht. Wir gehen ein Stück weiter. Hä? Du hast ja merkwürdige Visionen. Was machen die denn da? Genau, was machen? Ja, also, die machen einen Film, die filmen. Was genau das ist? Was ist das? Was ist Filmen? Was genau das ist, weiß ich auch nicht. Aber die in 200 Jahren, die wissen es. Und die werden den Glauben hinaustragen, aus der Kirche hinaus. Na schön, ihr habt mich überzeugt. Das ist gut. Noch in 200 Jahren wird es der Kirche gut gehen und alle werden hier ihren Glauben finden und verbreiten. Na, dann lege unsere Inschrift jetzt in unseren Grundstein. So. So, liebe Leute, wird es dir einst sein.